Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Shadows of Rose, dem Resident Evil Village DLC. Wir sind hier gerade in Rose' Vergangenheit bei einer Geburtstagsparty, so wie es ausschaut. Und ich nehme ganz stark an, dass wir hier gerade in Ethan sein Reich sind, also sprich dem Vater von Rose. Wer die letzten Folgen nicht gesehen hat, der soll sich diese unbedingt angucken. Und wer das Hauptspiel noch nicht kennt, der möge es bitte selbst spielen oder bei mir das Let's Play noch einmal genießen. Die Playlist ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir machen weiter und lesen erst einmal diesen Brief. Zu erledigen. Wohnzimmer dekorieren. Erledigt. Wein kaufen, ins Esszimmer stellen. Check. Zusätzliches Geschenk für Rose. Ins Arbeitszimmer. Ist versteckt. Ich bin so dankbar, euch beide zu haben. Oh, wie geil! Diese Stimme. Ist das Dad? Oha, wie gut! Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Ist das gut? Man hat sogar Ethan. Also seine Stimme hier im Spiel. Das wird ja noch höchst emotional. Och nee, Leute, da kriegen wir wieder Pipi in die Augen. Was denn jetzt? Was war das? Oh, Scheiße. Hier ist der Wein. Sie ist so winzig. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Dad stand also auf Wein, hä? Oh Mann, wie traurig, dass es nie dazu kam, dass er mit ihr anstoßen konnte. Und ich muss immer noch sagen, ja, er nannte sich Maike, unser Geist, unser Schutzengel. Aber das ist nicht Maike, das ist definitiv Ethan. Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob Dad ein Instrument gespielt hat? Miss D and the Paw Boys. Ich will alles Davon mitkriegen. Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Oh, wie schön. Sie hat das ja alles nicht erleben können mit ihrem Dad zusammen. Ich frage mich halt auch, was aus Mia geworden ist. Also, hat sie Kontakt zu Mia, zu ihrer Mom, oder ist gefühlt überhaupt kein Kontakt vorhanden? Sieh dich in Ruhe um. Ist kein Kontakt vorhanden oder irgendwas? Ach hier, guck doch mal! Die Hopp-Babynahrung! Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Hab wohl schon immer Obst gemocht. Ist das cool. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh Mann, ey, das ist so... Ja, aber mich würde interessieren, wie ist es denn Mia ergangen? Geht's Mia gut? Ist mit ihr alles in Ordnung? Hat sie Kontakt zu ihrer Tochter Rose? Oder eher nicht so, weil... Keine Ahnung, vielleicht gab's dann irgendwas... Ich gehe nachsehen. Okay, nicht vergessen, oben nachzusehen noch. Mach ich. Mach ich, Dad, mach ich. Das ist die Spieluhr von der Hochzeit. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Ist schön. Boah, dieser schöne Zauber, dieser Glitter, der da an diesen besonderen Gegenständen hängt. Das ist, glaube ich, das Badezimmer. Okay. Hier war ich im Hauptspiel irgendwie nicht drin. Ja, viele Pillen. Ich weiß nicht, ob man hier im Hauptspiel überhaupt rein kann. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viel zu erkunden. Und es ist schön, irgendwie hier zurück zu sein. Oh, guckt mal.
Ethan, vergiss nicht, dass Rose am 2. 6 Monate alt wird. Ich mache einen richtigen guten Kuchen, also wehe, du isst ihn nicht. Und nur, dass du es weißt, ich werde ab jetzt zu jedem besonderen Anlass einen Kuchen backen. Bitte schieß viele Fotos für unser Familienalbum. Ich hab Mom schon ewig nicht gesehen. Ah, siehst du, das ist halt auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Ob sie halt den Kontakt zu ihrer Mom hat, weil... Ach, die wird... Ihre Mom hat ja damit noch am meisten zu knaubern wahrscheinlich auch neben Rose. Weil ihre Mutti ist ja irgendwo auch mit Schuld, dass alles so kam. Ich meine, wenn die ganze Sache mit Evelyn damals nicht schiefgelaufen wäre und ihre Mutti Ethan nicht da schon verheimlicht hätte, was sie eigentlich für einen Job hat, dann wäre das vielleicht alles gar nicht nie so weit gekommen. Aber dann wäre wahrscheinlich auch Rose nie entstanden. Ich weiß. Dafür ist sie eigentlich noch zu jung. Aber ich fand ihn süß. Frag mich, wie wir damit gespielt haben. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist echt traurig. Es ist wirklich traurig. Und ich hoffe es ja persönlich, dass sie vielleicht ihren Vati jetzt in ihrem Kinderzimmer hier nochmal sieht, wie er sie ins Bett gebracht hat. Habe ich hier geschlafen? Ja, da in diesem Bettchen. Wird ihr der Strampler etwa schon zu klein? Kaum zu glauben, wie klein ich mal war. Ja, das sagen wir alle immer, wenn wir älter werden, ne? Wie schnell sie wächst. Sie wird von Tag zu Tag größer. Dieses Bettchen ist so klein. Aber auch echt schön. Ach, Mann. Ich muss sagen, der Ethan ist mir als Charakter echt ziemlich ans Herz gewachsen. Ich finde es ja fast schade, dass er anscheinend nicht mehr da ist und auch nie wiederkommt. Und die Entwickler haben ja gesagt, dass es mit Shadows of Rose das Ende des Kapitels von der Winters-Familie ist. Ich frage mich, ob sie mir später mal ähneln wird. Definitiv. Ich sah so glücklich aus. Oh. Schubladenschlüsse. Was für eine Schublade. Die ja wahrscheinlich. Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt. Dieses halbe Jahr verging wirklich wie im Flug. Ich wollte diesen Moment und meine Gefühle festhalten, also habe ich sie aufgeschrieben. Ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr schnulzig geraten. Wäre jedenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde. Hab es also fürs Erste in eine der Kommodenschubladen getan und den Schlüssel zur Schublade hinten an meinem Lieblingsfoto versteckt. Oh Mann. Oh Mann. Ein Brief an mich? Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da, was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals, Dad. Niemand liebt dich. Was? Nein. Michael, Michael, hilf mir. Michael, nein. Was? Weißt du was? Dieses Ding, das du suchst, ist nicht hier. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht.
Für den musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Arme Rose. Sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauern. Genug gespielt. Jetzt ersäufst du. Und ich dachte, ich hätte dieses kleine Miststück getötet. Zuerst? Das ist Evelyn. Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Mann, lauf! Hä? Oh. Jetzt habe ich aber... Oh, jetzt dachte ich, ich habe gerade ganz kurz ein Problem. Ja, weißer Salbei. Nice. Okay. Du bist einfach zu gierig. Nein, 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 nein. Ich... Hä? Hä? Haut ab, ihr kleinen... So viele Freunde, doch es ist nie genug. Ja, ja. Ja, ja. Wo willst du denn hin? Ja, raus aus dem Kaff hier. Sieh mal, deine Familie ist da. Ach du Scheiße. Verpisst euch. Ich hab keine Zeit dafür. Stirb! Stirb! Nee, danke. Jetzt aber nichts wie weg hier! Das wäre meine Gelegenheit gewesen. Sie sollten nach ihrem Tod hier zu mir kommen! Was? Los! Was? Hör auf! Wie bist du überhaupt hier? Beeil dich, ja! Gut, du hast es geschafft! Hä? Ja, ich will doch! Drück doch endlich! Oh, Alter! Noch sind wir nicht sicher. Scheiße! Dahinter steckt Evelyn. Dieses Mädchen? Sie steckt also hinter all dem. Ich kann das immer noch nicht so richtig glauben. Benutz deine Kräfte an ihr. Wenn sie schwach ist, kann ich helfen. Okay. Gegen Evelyn kämpfen. Okay, bringen wir jetzt endlich die Geschichte gegen Evelyn ein für alle Mal zu Ende? Ganz ruhig, du schaffst das. Okay, dann starten wir mal den Kampf gegen Evelyn, ne? Und bring's ein für alle Mal zu Ende, ne? Okay. Achte auf ihre Windstöße. Der da? Hier lang. Ich war so ein liebes Mädchen. Warte auf den... Oh, scheiße. Das war nicht der richtige Moment. Sie hätten nach ihrem Tod Hä? Familie sein sollen. Jetzt, 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 jetzt. Sie ist noch nicht erledigt, sei vorsichtig. Aber ich muss mir schon meine Medizin reinhauen. Oh. Von ihrer blöden alten Rose. Oh, shit. Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen. Ja, ja, ich bin aber geboren, du Miststück. Und ich bring dich jetzt ein für alle Mal zum Schweigen. Du stirbst hier. Okay. Was ist, wenn ich da was dagegen hab? Scheiße.
Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, nicht gut. Oh, Alter, die rastet komplett aus. Wo ist sie? Oh, shit. Aua. Aha. Okay. Du hast mich. Kann die jetzt mal aufhören mit ihrer scheiß Windstoßattacken? Okay, das hat wohl gar nichts gebracht. Hier drüben. Ich helfe dir. Fokussiere deine Kräfte länger. Jetzt aber. Nein. Jetzt machen wir dich ein für alle mal kalt, Evelyn. Ich kann nicht glauben, wie nutzlos ich bin. Kein Wunder, dass mich niemand liebt. Das liegt an deiner Art. Was? Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Maike muss zurückbleiben. Er hat mich gerettet. Aber er hat's nicht geschafft. Er klang genau wie Dad. Ist Maike mein Vater? Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Dank ihm kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden. Da haben wir jetzt nur ein Problem, Rose. Ich muss weiter. Wenn auch ohne Hilfe. Jetzt ist Maike, aka Ethan, nämlich nicht mehr da, um uns zu helfen. Und das könnte sehr, sehr problematisch werden. Und ob das problematisch wird, um wie das alles weitergeht, rund um Evelyn, dass Evelyn hinter all dem hier steckt und böse immer noch ist und damit nicht klarkommt, dass Mia und Ethan Rose lieben und nicht Evelyn, wie das endet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Dabeisein, wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtungen dalassen, um mich zu unterstützen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr dieses geile, wirklich hammergeile und hochemotionale DLC, wie ich finde, findet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.